Die Bauarbeiten in Sotschi sind in vollem Gange. In einem Jahr werden hier Spitzensportler aus aller Welt um Medaillen kämpfen, bei den Olympischen Winterspielen 2014. Sportstätten werden gebaut und Unterkünfte, dazu hunderte Kilometer Straßen, Brücken und Eisenbahntrassen. Das Organisationskomitee verspricht grüne Spiele. Umweltschützer aber beklagen massive Auswirkungen auf die Natur, auch auf den Nationalpark von Sotschi mit seiner Tier- und Pflanzenwelt. Die Entscheidung, die Olympischen Spiele in Sotschi zu veranstalten und alle Vorbereitungen dafür hatten einen sehr negativen Einfluss auf die Umwelt in der Region. Auch von Menschenrechtlern werden Klagen laut. Für die Baumaßnahmen wurden Bewohner umgesiedelt und ihre Häuser abgerissen. Einige Menschen seien gar nicht entschädigt worden, andere nicht angemessen, heißt es von Human Rights Watch. Auch mit der Justiz gebe es Probleme. Es gab Fälle, in denen Leute nicht gegen eine Gerichtsentscheidung angehen konnten, nachdem ihr Haus abgerissen worden war oder sie von ihren Grundstücken vertrieben worden waren. Die Menschenrechtsorganisation beklagt zudem, dass ausländische Arbeiter ausgebeutet würden. Das Internationale Olympische Komitee hat nach eigenen Angaben in einigen Fällen schon klare Antworten von den Behörden gefordert. Es ist also offenbar nicht alles eitel Sonnenschein, ein Jahr vor dem Start der Winterspiele in Sotschi.